Yo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Fats im Ranked. Gestern kam leider kein Video, das hatte mir meine Aufnahme zerfetzt und ja, da hatte ich ein paar nice Runden mit Salzi aufgenommen, das ging aber leider dann nicht mehr. Er hatte auch kein Backup von irgendwelchen Audiospuren, die da verloren gegangen sind. Und ja, das war tragisch gestern. Und dafür kommt heute natürlich dann eine wunderbare Runde Ranked Modus. Einmal rüberschauen. Ich denke mal, wir gehen das, was man auf dieser Map immer gehen sollte, die klassischen Laser. Denke, das könnte ganz gut funktionieren. Wir werden gleich einen Sniper nutzen, um ein bisschen rein zu harassen. Und da fehlt uns jetzt der Strom, weil wir am Anfang so getrödelt haben. Aber das ist kein Problem. Kein Problem. So, beim Sniper mal gucken, was gibt's hier Schönes? Nichts. Ein Windrad. Ein Windrad, da können wir leider nichts gegen tun. Oh, man hätte das verkaufen können für die Minen, die vergesse ich in letzter Zeit ziemlich häufig zu platzieren. Holen wir natürlich eben nach. Der hier muss auch noch geschützt werden. So. Das ziehen wir auch ganz easy ein. Haben dann den Sniper ready. Hier vorne ein bisschen Wood spam und dann sparen wir auf den Plasma. Nachdem wir das gebaut haben und noch eine Batterie und ein Erzlager gebaut haben, das ist auch wichtig. Okay. Wilde Verstrebung. Metall. Okay. Das hört sich ja fast nach Miniguns bei dem Kollegen an. Uns fehlt es jetzt am Lager. Hab aber noch keinen Upgrade-Sound gehört. Dementsprechend hat man ja auch gerade gesehen, dass die Gunner noch nicht so richtig ready sind. Je nachdem, was er da versucht. So, das hier weg. Und wir nehmen die Ressourcen für den Plasma-Laser. Zeitlich würde ich sagen, ist da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Oha. Ich denke mal, das können wir ganz einfach runterspielen. Wir werden sehen. Nicht, dass er uns baitet, aber sieht jetzt erstmal vielversprechend aus. Nach einem guten Win. Wäre aber auch nicht das erste Mal, dass ich zu cocky an die Sache rangehe und dann am Ende des Tages noch verliere. Man kennt es. So, und da kam Upgrade. Zumindest habe ich da was gehört. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Boxen sein müssen. Aber ich mache es einfach mal so. Sieht ganz gut aus sogar. Perfekto. Oh, hervorragend. Einfach hervorragend. Sandsäcke sind zwar nicht so gut gegen Minigunner, aber so what. Bisschen werden die auch aushalten. Ich hoffe mal, überrascht uns mit nichts. Der ist gone. Dann holen wir uns den da als nächstes. Wind, Schild, Crossbracing, dann haben wir den Lachsdach.
viele Upgrades, die ich da höre. Und gone. GG. 5 Minuten 25. Ja, ist ganz okay gewesen. Mal schauen, ob er noch eine will. Ja, direkt weiter. Ja, let's go. Endlich eine gute Map. Zumindest für das, was ich vorhabe. Was habe ich eigentlich vor? Ja, mein Vorhaben ist nicht jedes Mal dieselbe Map im Video zu haben. Dafür lohnt sich Hilfort dann schon. Wir spammen den einfach weg. Wo wird der Rush? Einfach weg. Dreht euch, ihr Windräder, dreht euch. Die Mine hätten wir sogar gar nicht gebraucht. Hätte man darauf verzichten können, einfach Stahl abgebaut und fertig. Mal sehen. Ich mache mal F8 dann. Vielleicht schaffen wir es ja in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Einer Rekordzeit. So, das sind 800. Das flauten wir eben noch ein bisschen weg. Sonst wäre auch langweilig. Okay, so. Ich gehe mal Full Risk. Ich baue mal Open Howitzer. Sobald es fertig ist, direkt Open Howitzer. Strom. Kann man so wenig Strom produzieren. Das hier noch weg. Batterie und noch eine Batterie. So. Da werden wir einen wunderschönen Howitzer drauf platzieren. Wunderschön wird er. Schauen wir einmal rüber, dass er nichts ganz Wildes macht und uns überrascht. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir sparen jetzt Metall. Metall und Strom. Strom kommt nur sehr langsam rein. Ganz offensichtlich. Mein klassischer Howitzer-Schuss klappt hier nicht, wenn er so wenig Gewicht hat. Der braucht hier mehr, damit das, wenn ich hier treffe, zusammenbricht. Guckt euch den Strom an, ist das erbärmlich. Ich werde Metall wegflauten. Ich flaute einfach Metall weg, ist nicht zu glauben. Zwei Windräder sind einfach nicht genug, da hätte ich noch ein drittes gebraucht. Ist aber auch egal, das Metall, das brauchen wir halt nicht. Boah. Man stelle sich vor, das wäre jetzt zusammengebrochen. Wäre ärgerlich gewesen. Und gerade und so. Dann bauen wir noch ein Windrad und vielleicht noch eins. Können wir hier ganz entspannt einfach weiter rausziehen, die drei Streben. Wunderhübsch. Perfekt. Nein, normales Holz. Und hier dann das Besondere. Mörser. Habe ich einen Mörser gehört? Ich habe einen Mörser gehört. Wenn ihr mich einen Mörser holt, ne, dann werde ich so sauer sein. Nicht, dass ich da überhaupt was auf dem Dach brauche, um das zu saven. Also um die Granate zu saven, würde mich wundern, wenn er mit dem Sniper kommt. So. Das reicht. Eine Tür. Und easy going.
Mach das mal so. Das sollte okay sein. Und noch ein bisschen Holz. Perfekt. Und dann rausnehmen. One-Shot hin. 19% halb hoch. Knapp über den Kamm drüber geschält. Dann schön unten rein. Reicht nicht. Wie gesagt, das Gewicht hier oben ist einfach nicht genug. Schieß im nächsten Stück höher. Ja. Hier die Sandsäcke. Gegen die Mörser. Haben wir das schon rübergezogen? Noch nicht. Ach du Schande. Wir werden hier alles wieder aus Stahl bauen. Metall, Metall, Metall und nochmal Metall. Wunderschön. Den schießen wir jetzt einen Hauch höher. Selbe Kraftanstrengung. Ein Gunner wird gar nichts dagegen ausrichten. Perfekter Hit auf den Core. Ja, GG. Leider keine Bestzeit, aber dafür hatte er nicht genug Gewicht. Auch sonst war das nicht so sauber, würde ich sagen. Man kann es noch verbessern, auf jeden Fall. In dem Sinne, ne?